Die harmonisierten Anforderungen von AIAG und VDA sagen einfach, schaffe dir eine Struktur, die du wieder nutzen kannst, die generisch und modular an der Basis ist. Die Basis-FMEA oben im Bild bildet diese solide Basis. Die Basis-FMEA sichern durch ein generisches Aufbaukonzept eine Verallgemeinerung ab. Also möglichst viele Anwendungsfälle abzudecken in einem Modul, sage ich mal, in einem generischen Basis-FMEA, was man wieder und wieder nutzen kann. Die Basis-FMEA ist somit eine Verallgemeinerung von Anforderungen, Funktionen und Maßnahmen. Ganz, ganz wichtig, Ziel ist hierbei eine Wiederverwendbarkeit, sodass dann auch die genutzten Vorteile, Zeiten einzusparen, wirksam sind. Harmonisierte Anforderungen AIAG, VDA betreffend der Familien-FMEAs. Man muss sich die Familien-FMEAs als Teil oder Untergruppe der Basis-FMEAs vorstellen. Und hier drin kann man differenzieren nochmal eben zu wohl Produktunterschieden, aber in einer Familien-FMEA sind dann doch ähnliche Produkte enthalten. So ähnlich wie auch bei dem internen Produktauditplan. Man macht Familien und sagt mit einem Audit, einem Prozessaudit, einem Produktaudit hierzu decke ich eben stellvertretend für die gesamte Gruppe etwas ab. Und das ist auch das Prinzip, was wir erreichen wollen. Wir wollen eine Basis-FMEA finden, bilden, die stellvertretend immer wieder genutzt werden kann für die verschiedensten Anwendungsfälle und Funktionen und auch eben die passenden Maßnahmen eben enthält. Ziel der Familien-FMEA ist es, ein eindeutiges Cluster zu finden, was diese Risiken und auch Maßnahmen beinhaltet. Und ich eben als Modul immer wieder einsetzen kann. Leider oder auch gut, es gibt kein generelles Anwendungskonzept, weil Produkte, Prozesse, Materialien und Technologien in jedem Unternehmen so stark unterschiedlich sind. Das heißt, jede Firma muss sich auf gut Deutsch hinsetzen und Gehirnschmalz reinstecken, wie sie das Konzept zu den Familien- und Basis-FMEAs aufbaut. Ein erster Schritt, Sie haben sicherlich in Ihrem Unternehmen schon nachgedacht und haben entsprechenden Produktkatalog. Ein Produktkatalog ist auch nicht nur Produkt nach Produkt nach Produkt, sondern bestimmt gibt es da gewisse Gruppen, Cluster, gewisse Einteilungen, die dann immer feiner heruntergebrochen werden. Ähnliches ist in der Prozesslandschaft. Hier gibt es ja Metallbearbeitung. Das ist unsere Kantbereich. Hier wird gebohrt, hier wird geschweißt, chemische Anlagen, hier wird geätzt, hier wird beschichtet, Lackieranlagen, hier wird dies gemacht, hier wird poliert. Es gibt immer eine Aufteilung. Jetzt geht es darum, diese Cluster zu erkennen. Aber immer mit dem Hinblick, wir wollen ja Risiken, potenzielle Risiken und passende Maßnahmen immer verallgemeinern können. Wie geht man das Basis-FMEA-Konzept an? Ziel ist, wir wollen die FMEA nicht künstlich aufblähen, sondern mit gerade diesem Ansatz der Familien- und Basis-FMEAs wollen wir effizienter werden, schneller werden, Kosten sparen, schlank werden. Und ich denke, in vielen Firmen fängt man sehr maschinenorientiert an, Prozess-FMEAs aufzubauen.
Diese Denkweise hat irgendwann mal ihre Grenzen erreicht und man muss sich nach einer neuen Struktur, einer neuen Einteilung umsehen. Und das ist der geeignete Zeitpunkt, um sich auch Gedanken zu machen, wenn wir das jetzt schon irgendwie umstellen müssen und die Konsistenz auch mit der Einbindung. 8D-Reklamationen werden permanent gepflegt in der FMEA, dass das gar nicht mehr klappt und gar nicht mehr zu bewerkstelligen ist. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, sich mal Gedanken zu machen, was sind bei uns gute, ich nenne es mal Clustergruppen, eben mit einem ähnlichen möglichen Risikopotenzial, mit ähnlichen Maßnahmen. Und da kann man mal gucken, ich gehe nachher noch mal weiter drauf ein, nach den Reklamationen mal durchschauen, nach den 8D-Reports, Preislisten und so weiter. Was schwer ist, weil sich jede Firma selbst da Gedanken machen muss, ist, wie baue ich das auf? Gerade viele Unternehmen sagen, ach, jetzt haben wir so jahrelang das aufgebaut, immer wieder, wenn was Neues kam, eine neue Maschine oder neues Produkt, haben wir da eine neue FMEA gemacht, aber irgendwann ist der Überblick verloren und diese Wiedernutzbarkeit von Risiken ist gar nicht mehr gewährleistet, weil alles einzeln singulär zu pflegen ist. Das macht irgendwann keinen Sinn mehr. Mir ist ganz wichtig, dass Sie die Idee verstehen. Die Idee verstehen, wie Sie praktisch mit einer Struktur, mit diesen Clustern der Basis-FMEA Ihre Entwicklungszeiten beschleunigen können, weil Sie können immer wieder Module nutzen und wie Sie Wissen und Know-how eben in den Basis-FMEAs sammeln, speichern können. Wie Sie praktisch auch den Pflegeaufwand, den Update-Aufwand reduzieren können. Sie können damit Ressourcen einsparen und die Qualität und Güte der FMEA-Updates wird auch noch mal besser. Wenn wir jetzt schauen, die Familien-FMEAs, die man als Unter- oder Teilgruppe der Basis-FMEAs ansieht, baut sich das einander auf. Das Bild komplett. Basis-FMEAs und Familien-FMEAs sind unsere generischen Module, die wir wohl, wenn wir jetzt umstellen, erstmal aufbauen müssen, dann aber auch enorme Vorteile haben, weil wir diese Bausteine, wie hier die kleinen Klötzchen, wieder und wieder nutzen können und können unser Wissen, unser Know-how genau im richtigen Kästchen sammeln, sodass es auch für Entwickler, für Engineering-Abteilungen zur Verfügung steht. Ganz oben an der Spitze das kleine Dach, das wollen wir möglichst klein halten. Diese spezifischen zusätzlichen Einheiten, FMEAs, Ergänzungen, die klein sind, um das super Spezialprodukt abzusetzen, um den super speziellen Materialmix darzustellen, um den exotischen Ablauf mit Vor-, Zurück-, Schleife, seitwärts, raus, externer Dienstleister wieder rein und so weiter, eben die Anwendungsfälle, Funktionen abzusichern, die nicht das alltägliche Geschäft sind, aber auch abgesichert werden müssen. Nur das, was jetzt grau oben in der Spitze ist, ist in vielen Firmen die gesamte FMEA-Landschaft. Und unser Bestreben, auch jetzt AIAG, VDA-konform, ist es, diese generischen Module der Familien-FMEA und der Basis-FMEA zu finden. Vielleicht klappt auch der erste Entwurf nicht ganz perfekt und man muss dann nochmal differenzieren. Aber man geht hier schrittweise vor und schafft sich eine neue, effiziente und schlanke Landschaft.
Wie schon gesagt, ich wollte noch ein bisschen Tipps geben, wie man rangeht. Man kann zum Beispiel aus der Praxis, man schaut sich mal die ganzen Reklamationen, ich würde mal sagen vom letzten Halbjahr an, clustert die nach Ursachen. Was war wirklich zu dieser Reklamation, Kundenreklamation jetzt die Ursache? Da nimmt man seine 8Ds, man hoffentlich hat man 5Y oder 3-Legged 5Y bearbeitet, man findet seine Ursache, macht ein Post-it und sagt, okay, bei dem und dem Produkt haben wir das und das Problem. Sucht sich einen großen Tisch und fängt an, durchzugehen in einem kleinen Team. Es bilden sich Gruppen, es bilden sich Cluster. Und diese Cluster, wo man sagt, das ist ähnlich mit dem, das ist ähnlich mit dem, das ist auch wieder so ein ähnlicher Fall, kann man irgendwann diesen Grüppchen der sehr eng zueinander geklebten Post-its dann clustern, kann sagen, ja, wie sähe denn eine verallgemeinerte Risikobeschreibung zu diesem Cluster aus? Und schon hätte man eine Basis-FMEA. Man könnte dann auch sagen, ja, wenn man diese Basis-FMEA hat, warum können wir dann die benachbarten Post-its nicht noch dazu nehmen? Ja, da unterscheidet sich das Merkmal, da unterscheidet sich Material, da unterscheidet sich irgendeine spezielle Kundenanforderung. Da wäre es halt möglich, eine Familien-FMEA zu wählen oder man nutzt oben den kleinen grauen Turm, das Dach und sagt, dann nehme ich mir das noch als spezifisch raus und kombiniere es. Das heißt, bei diesem Produkt, bei dem spezifischen wäre es, ich nehme Basis plus eben das, was spezifisch ist. Wenn ich dann ein Problem oder Schadensfall hätte bei einem Exotenprojekt, aber es beträfe einen regulären Prozessabschnitt, auch die Erfahrung könnte ich dann eben in der Basis FMEA sammeln und wäre gar nicht diesem Exotenprodukt zugeordnet. Und so sollte es sein. Ein weiteres Hilfsmittel zur Struktur und zur Findung eines Konzepts für Basis FMEAs und Familien FMEAs ist es, einfach mal in Vertrieb, technischer Vertrieb reinzugehen und zu sagen, wie tut ihr eigentlich Projekte anbieten? Habt ihr gewisse Preisstrukturen? Wie kalkuliert ihr neue Projekte? Wie macht ihr nach welchem Prinzip Risikoaufschläge? Und schon bei dem Thema Risikoaufschläge sehen wir deutlich, aha, hier wird unterschieden zwischen Risikomöglichkeiten. Auch das kann uns wieder eine Art Struktur, Cluster, Gliederung geben, die wir nutzen könnten zum Aufbau der Basis- und Familien-FMEAs. Wenn man das jetzt macht, sollte man allerdings auch dran denken, es gibt die Zukunft, vielleicht orientiert sich die Firma hin zu neuen Märkten, neue Produkte sind dann angesagt. Hier sollte man dies gleich in der neuen Strukturierung beachten, wenn natürlich ein komplett neues Produkt kommt, wird es vermutlich auch eine neue Basis-FMEA und vielleicht sogar zusätzliche Familien-FMEAs geben. Auch hier, wenn man sagt, okay, wir haben Prozessabschnitte, da gibt es jetzt in der Fertigungstechnologie komplett neue Ansätze. Und hier denke ich, wäre dann auch der Bedarf einer neuen Basis-FMEA da, sodass man da gar nicht nur davon ausgeht, wird da gebohrt, gekantet, gefertigt, sondern man muss es dann auch wirklich sehen, sind die Risikomöglichkeiten und die Maßnahmen generisch in eine Einheit zu bringen oder vermutlich nicht. Wenn vermutlich nicht, dann trennen. Dann habe ich zwei. Ich habe zur FMEA, dem 8D-Report, dem Zusammenwirken 8D-Report, PDCA-Zyklus, FMEA, aber auch zu APQP einige Videos gemacht.
Empfehle mal einen Blick hier rein und ein Abonnieren von dem Kanal würde mich freuen. Vielen Dank und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.